Wenn wir sagen, Qualität ist Eignung für einen bestimmten Zweck, wenn das Teil das tut, was es tun soll, wer bestimmt, was das Teil tun soll? Das ist der Kunde. Ja? Also Eignung für einen bestimmten Zweck und der Zweck ist kundendefiniert. Notieren wir das noch. Kundendefiniert. Dann haben wir es. Ja, und dann brauchen wir das mit dem Eignung und bezüglich und dieses ganze Gewürge brauchen wir überhaupt nicht. Ja, das überlassen wir anderen, sich mit sowas darum zu quälen. Ja, und das Verrückte ist, dass wenn man diese Leute dann fragt, in einer Prüfung, sag mir mal, was Qualität ist, kriegen sie keine Antwort. Ne? Und diese Leute haben gelernt. Die haben sich diese Definitionen, die wir uns gerade mal angeschaut haben, gemarkert. Die haben die vielleicht sogar raus. Aber die sind nicht in der Lage, das mit ihren eigenen Worten zu sagen, weil so kein Mensch redet. Und an der Stelle gibt es zwei Möglichkeiten. Ein Teil gibt hier frustriert auf und ein Teil fängt an, auswendig zu lernen. Ja, das sind die beiden Möglichkeiten, die Leute an der Stelle gehen. Weil sie merken, sie kriegen das nicht in ihr Universum transferiert. Sie sehen da was in einem anderen Universum, im Lehrbuch, und wollen das für sich sozusagen internalisieren, wollen das zu ihrem eigenen machen und sie kriegen das nicht hin. Sie kriegen den Transfer nicht hin, dieser Definition. Zwei Möglichkeiten, zwei Wege gehen die Leute. Die einen geben frustriert auf und die anderen fangen an, auswendig zu lernen. Und beides ist natürlich schrecklich. Jemand, der aufgibt, ist natürlich blöd, ja, weil der meistens auch Zeit und Geld schon investiert hat. Und der auswendig lernt, der kriegt das in der Prüfung so um die Ohren gehauen. Ja, besonders in der mündlichen Prüfung. Man also merkt, wie man fängt an, auswendig gelernte Definitionen dort abzuspulen. Das hören Sie an der Sprachmelodie. Sie hören das sofort. Ja, Sie hören das sofort, wenn jemand nicht mehr etwas aus sich heraus entwickelt, sondern etwas auswendig Gelerntes abspult. Das klingt wie Zicke, Zacke, Hühnekacker bei Loriot. Ja, Sie kennen diesen Sketch. So klingt das. Ja, komm, Dicky, sag uns mal ein Gedicht auf. Ja, Zicke, Zacke, Hühnekacker. So klingt das. Ja? Da kriegen Sie sofort sowas von um die Ohren. Ja, wenn Sie da mit auswendig gelernten Definitionen kommen. Ja, das ist genau das Gegenteil von dem, was eine Prüfungsleistung sein soll. Ja, eine Prüfungsleistung soll ja ein Gespräch sein, ein Fachgespräch auf Augenhöhe. Und nicht, dass der eine dem anderen ein Gedicht abhört, ob er das jetzt gut auswendig gelernt hat. Das ist nicht der Sinn einer mündlichen Prüfung. Wirklich nicht. Ja, also bitte nicht auswendig lernen. Ja, aber so können wir es. Ja? Wenn das Teil das tut, was es tun soll, das bedeutet, wer uns sagt, was das Teil tun soll, das ist der Kunde. Genauer gesagt die Zielgruppe. Denn Kunde ist schon wieder zu allgemein. Das wissen wir aus dem Marketing. Ne? Kunde ist zu allgemein. Wir müssen zielgruppenbezogen vorgehen, weil der eine Kunde andere Wünsche hat als der andere. Also was die Zielgruppe uns sagt, das bedeutet, Qualität ist immer nur bezogen auf einen Zweck. Ich kann nicht sagen, dieses Teil hat eine gute Qualität. Es ist immer die Frage, für was? Ja? Wenn wir uns fragen, taugt das was? Ehe wir die Frage beantworten können, müssen wir noch eine Frage beantworten, nämlich für was? Wofür? Ja? Zweckbezogen und dann kriegen wir eine Bandbreite von sehr gut, mittel oder nicht so gut oder ganz schlecht. Das ist es. So, und jetzt können wir jedem sagen, was Qualität ist. Sie können das sagen, was Qualität ist. Und das ist der Unterschied. Ja? Der Erfolg von Lehren zeigt sich nicht beim Lehrer, ob der Lehrer das gut kann, sondern ob der Student es mit seinen eigenen Worten sagen kann. Ob es vom Universum des Lehrers im Universum des anderen A angekommen ist, B verstanden wurde und umgesetzt werden kann. Wenn also der Student es mit eigenen Worten sagen kann, dann ist die Lehrveranstaltung erfolgreich. Die allermeisten scheitern schon beim ersten Schritt. Sie scheitern schon daran, es aus dem eigenen Universum in das Universum des anderen rüberzubringen. Kommt meistens gar nicht an, bleibt auf der Strecke schon irgendwo stecken. Kommt beim anderen gar nicht an. Der andere, wenn Sie da immer reden, die Erfüllung und bezüglich und die Erfordernisse und sowas, dann macht der andere dicht, dann ist er wie unter einer Käseglocke.
Ja, und so ist das in den meisten Unterrichtsveranstaltungen. Da erreicht der Lehrer seine Studenten überhaupt nicht, weil die wie unter einer Käseglocke sind. Ja, weil irgendwo unser Bewusstsein sagt, nee, die Qualen tue ich mir jetzt nicht an. Selbstschutz. Ja, ehe ich mich da in Verwirrungszustände bringen lasse durch Erfordernisse und bezüglich und diese ganzen schrecklichen Worte, da mache ich lieber eine Käseglocke über meinen Kopf und dann dringt das gar nicht zu mir vor. Und irgendwie gucke ich dann, dass ich das auf irgendeinem Wege dann irgendwie mir reinziehe. Ist auch so ein Wort, ja? Mir reinziehe, durch die Käseglocke durchziehe. Ja, irgendwelche verzweifelten Versuche. Das ist leer. Und das ist das, was Sie bei Wettbewerbern größtenteils erleben. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.